Hallo Leute, ich bin Lou und heute habe ich zwei gute Freunde mitgebracht. Wie ihr gesehen habt, geht es endlich mal wieder um meine Lieblingsbrennerei, um Laphroaig. Und zwar geht es diesmal um Caddies. Entschuldigt mich, wenn ich es falsch ausspreche. Caddies ist gälisch und bedeutet Freundschaft. Und diese Reihe wird einmal im Jahr zum Fae-Eil für die Friends of Laphroaig veröffentlicht. Genau, jedes Jahr haben wir da einen anderen Whisky drin. Ich habe heute den 2017er und den 2018er für euch. Fangen wir gleich an. Der 2017er, eine Cask Strength, selbstverständlich 57,2% abgefüllt. First Fill Maker Mark Fässer 5 Jahre lang. Und dann nochmal typisch für Laphroaig gefinished im Quarter Cask. Ist ein bisschen heller als der 2018er. Der hat, gucke ich gleich mal, 51,8% ist also auch noch eine Cask Strength. Und der lag im First Fill Bourbon Cask, das ist der 2018er, das ist der 2017er und hatte ein Finish im Ex-Fino Fass. Ich bin mal sehr gespannt. Erstmal den 2017er. Ach ja, das Sample hier, ne, das ist das vom 2018er, das ist schon ganz klassisches. Das vom 2017er sieht so ein bisschen weirdo aus. Das liegt daran, dass ich es direkt aus der Brennerei mitgebracht habe. Wenn ihr euch den Vlog angucken wollt, wie wir dort waren, wie ich wie ein Honigkuchenpferd den ganzen Tag gegrinst habe, guckt euch dieses Video an. Ich habe für Laphroaig ungewöhnlich viel Fleisch im 2017er. Wie gesagt, Maker Mark und Quarter Cask Fässer. Sehr sauer ist er. Erinnert mich an so eine Kreuzung aus Karl Eiler und Artbeck. Das medizinische, typische Laphroaig-y ist hier sehr im Hintergrund, meiner Meinung nach. Ja, er ist sauer, er ist fleischig, leicht medizinisch. Er beißt ein bisschen in der Nase und hat aber auch was Süßes drin. So wie mit Wasser verdünnter Honig vielleicht. Ach, woran erinnert mich das? Durch die Säure so ein bisschen an Pfirsich. So schüttet Zitrone in den Honig und es kommt Pfirsich raus in meinem Kopf. So ein bisschen Kellerschaum. am Anfang schön weich, ölig. Allgemein ist er ölig, er macht jetzt den Mund nicht sonderlich trocken. Kommt am Anfang recht entspannt daher. So ein klassischer, chilliger, leichter Rauch. Und dann wird er irgendwie sauer. Also geschmacklich, nicht, dass der Whisky irgendwie jetzt so, nein, kann. Und dann kommt halt, wie gesagt, so dieses Kelleraroma, das ich gerade beschrieben habe. Dieser Touch-Motor, so ein bisschen. Es gibt ja Menschen, die darauf stehen. Ich habe die Frucht auch zwischendrin schön. Ich kann euch nicht sagen, was für eine Frucht ist. Es ist irgendwas Süßes, aber fruchtig süß, also kein Honig. Da habe ich mich ein bisschen irritieren lassen. Sehr kraftvoller Rauch. Allgemein ein verhältnismäßig breiter, geschmacklich breiter Laphroaig. Ne? Ich habe jetzt nicht nur Frucht, ich habe nicht nur Süße, ich habe was sehr Saures drin, was ich jetzt noch nicht so oft hatte. Und wie gesagt, diesen untypisch fleischig, saftigen, nicht so jodmedizinischen Rauch. Interessant.
Kommen wir im Vergleich dazu zum 2018er. Bisschen dunkler, wie gesagt. Ex-Bourbon und dann Fino-Finish. Der riecht, oh, jetzt muss ich direkt vergleichen. Der hier hat jetzt nach so ein paar Minuten auch ein bisschen was von so Buchenholzräucherei. So verbranntes Harz, so ein bisschen. Der hier ist süßer, saurer und weniger rauchig auf die Nase. Süß-sauer. fruchtiger so ein bisschen. Hat eben mehr so dieses, ich glaube, die Flasche ist gelb, wenn ich mich richtig erinnere. So ein bisschen musste ich jetzt daran denken. Es ist so dieses leicht säuerliche, leicht fruchtige. Und hier habe ich so gut wie keinen Rauch oder nur sehr dezenten Rauch im Vergleich jetzt zu dem anderen. Der ist gar nicht sauer. Der hat gar kein Kellermuff-Aroma. Der hat mehr dieses, auch vom, der Rauch ist jetzt gar nicht so unbedingt fleischig. Es ist wirklich mehr Räucherei, Holz. So ein Lagerfeuerrauch ist das, so ein richtig schöner, voller. Er ist warm, er ist weich, er ist am Anfang dezent süß, wirklich nur sehr dezent. Wird sehr intensiv vom Rauch her, bleibt aber auch wirklich beim Lagerfeuer. Also wird jetzt nicht aschig, hat auch nicht diesen typischen Lafroig-Rauch. Ich glaube, hätte ich die blind verkostet, hätte ich sie beide nicht unbedingt als Lafroig erkannt. Schon als Islay Whisky. Aber es ist kein typischer Lafroig für mich persönlich. Aber er ist irgendwie, er ist nicht ganz so spitz. Er ist irgendwie ausgeglichener, ein bisschen runder und voller. Er ist halt schwer im Rauch, aber nicht irgendwie jetzt. Er hat diese Säure einfach nicht. Er ist ausgeglichener, runder. Ja, ich versuche mal ein neues Bewertungssystem anhand dieser beiden Whiskys. Kosten beide im Zusammenhang mit diesem Festival 120 Euro so in etwa. Verfügbarkeit ist ein bisschen schwierig, da es natürlich jetzt der 2017er auch nur 2017 auf den Markt geworfen wurde, der 2018er nur entsprechend. Dieses Jahr kommt ein neuer. Ja, so ist das mit diesen Sammlereditionen dann immer. Entsprechend ist hier preis-leistungsmäßig ein bisschen schwierig zu beurteilen. Da könnte ich jetzt eine stundenlange Diskussion darüber anfangen, ob man solchen Sammelaktionen so viel Geld zugestehen sollte oder nicht. Dann von der Aufmachung her haben sie das klassische Lafroig-Design beide, sind farblich aber mit dem Braun und dem Gelb so ein bisschen versucht, natürlich mit dem Versuch auf den Charakter von dem Whisky ein bisschen zu gehen, finde ich das eine gute Sache, interessant. Ich mag das zum Beispiel auch bei dem PX-Cask, den ich hier oben stehen habe, der halt diese rote Banderole mit rum hat. Ja, das Lafroig-Flaschendesign allgemein gefällt mir sehr. Ich finde, das fällt sofort ins Auge. Allerdings sticht sich dieses Braun und dieses Gelb total mit dem Grün für mich. Ne? Also das ist so farbkombinationsmäßig, stellen sich mir da die Nackenhaare auf. Deswegen gibt es da ein bisschen Abzug. Da passt das, das passt nicht ganz so, meiner Meinung nach. Geschmacklich hat mir der 2018er besser gefallen. Er ist ausgeglichener, er ist runder. Normalerweise stehe ich so auf diese Peaky-Geschmäcker. Ich fand auch den Moder total cool in dem 2017er. Aber im direkten Vergleich hat mir der 2018er einfach besser gefallen. Von der Nase her muss ich nochmal schauen, welcher spannender war. Da sind sie sich sehr ähnlich.
Obwohl mir da der 17er besser gefällt. Von der Nase her ist der 17er besser, vom Geschmack her der 18er. Für mein Empfinden. Der 17er, wie gesagt, sehr wild, modrig, sauer, gleichzeitig aber auch fleischig. Der 18er ein bisschen runder, entspannter, leichte Süße, sehr viel Lagerfeuer. Auch so ein bisschen zimtige Sachen kommen da jetzt so im Nachhinein in meinem Kopf mit rein. So in die Richtung. Muss jeder für sich entscheiden, welchen Geschmack er am besten findet. Ja, das waren zwei Freunde aus dem Hause Lafroig. Es hat mir richtig Spaß gemacht, mal wieder ein Lafroig-Tasting zu machen. Und gibt es noch irgendeinen Lafroig, den ihr unbedingt von mir verkostet haben wollt? Außer der Lafroig Lore, der kommt sehr bald. Schreibt es unten in die Kommentare und ich hoffe, ich sehe euch beim nächsten Mal. Slanji! Und damit ihr auch ja keinen Whisky mehr verpasst, abonniert mich auf meinen Social-Media-Kanälen und schaut nochmal auf meinem Blog vorbei. Da gibt es noch jede Menge mehr Infos zum Thema Whisky für euch. Und bis dahin, Slanji wa!